Wer von euch beiden ist pünktlicher? Ganz klar, ganz klar. Leider kein Punkt für sehr euch. Sehr unverschämt, sehr unverschämt, mein Gott. Ich war noch nie einmal zufrieden. Wer von euch beiden schafft mehr Liegestützen? Sehr gut, Punkt für euch. 20 Euro Gym monatlich. Wer von euch beiden ist schneller? Schwer. Sehr schön. Das weiß ich. Früher hättest du antworten können, jetzt. Oder? Wir antworten jetzt, aber nachher gehen wir auf Platz und laufen, ne? Ja, okay. Okay. Wie heißt es? Auf den. Auf den. Ich bin jetzt nervös. Komm. Sehr gut, Punkt für euch. Brauchen wir nicht laufen? Nein, nein. Wer von euch beiden gibt mehr Geld für Klamotten aus? Oh. Bruder, ich investiere sogar. Weißt du, weißt du? Ich habe schon längst geantwortet. Punkt für euch. Wer von euch beiden kann öfter den Ball hochhalten? Oh, das weiß ich nicht. Also, ich glaube, wir können das beide ziemlich gut. Ja. Kann man auch so ein Zwischending auf den? Kante geht auch. Kante. Wenn ihr beide das gleiche habt? Ja, komm, komm. Ah, leider kein Punkt. Alter. Wer von euch beiden hat mehr Paar Schuhe zu Hause stehen? Boah, das weiß ich nicht. Aber ich glaube. Sehr guter Punkt für euch. Wer von euch beiden hat den besseren Humor? Was mit dem Bruder? Das war eine Geschichte gestern in der Kabine. Berlin lebt, ihr wisst Bescheid. Berlin lebt. Und wieder Punkt für euch. Jawohl. Wer von euch ist besser in FIFA auf der Playstation? Oh, ich zock nicht. Bruder, ich auch nicht. Wieder Punkt für euch. Jawohl. Wie, ich auch nicht. Ja, ich zock auch nicht, aber Bruder, ich würde nicht wirklich gewinnen, so weißt du, was ich meine? Nein, ich bin wer von euch beiden kocht besser? Kein Punkt. Was kannst du denn kochen? Oder Spaghetti. zurück zum Fußball. Wer von euch beiden schießt bessere Freistöße? Oh, ich bin kein Schande. Du schießt doch Ecken und so auch, oder? Mhm. Ja, also. Punkt für euch. Wer von euch ist der größere Netflix-Junkie? Wer von euch beiden würde beim Armdrücken gegen den anderen gewinnen? Also gar keine Frage. Punkt für euch. Gut. Wer von euch beiden holt sich eher eine rote Karte im Spiel? Das geht schnell. Wieder Punkt für euch. Oh mein Gott. Und noch abschließend. Wer von euch beiden braucht nach dem Spiel länger in der Kabine? Schwer mit Duschen, eincremen, Schuhe anziehen. Und noch ein Punkt für euch. Jawohl. Sehr gut, danke. Stabil. Jungs.